Leon, dein erstes und bestes Video war das mit den Shindy-Lines Anfang 2017. Oh, das finde ich irgendwie schade. Kommst du wieder zurück nach Deutschland? So, der Plan ist... Oh, da kommen wir jetzt zu einem Thema. Bro, da fragt einer, ey Bro, smokst du wieder eigentlich wegen dem Musikvideo, Brother? Schwieriges Thema, ja, für mich persönlich. Bin unterwegs mit den Brüdern, wir wollen doch nur ein bisschen von der Sonne. Fahr am Puder mit ner Bitch, der Kopf ist gefickt und ich öffne ne Bardo. Jeder will Aufmerksamkeit, doch der Schmerz auf mein Herzen wiegt über ne Tonne. Kann ich entkommen, bete zu Gott, bitte übernimm Kontrolle. So, talk it in, Motherfucker. Tschüss, Leon wieder back. Wie Englisch Rücken. Vibes, fühle ich. Sieht man mich gut? Funktioniert die Kamera? Funktioniert der Ton? Wie geht's euch, meine lieben Freunde? Geht's euch gut? Draußen burnt die Sonne brutal. Heute, gestern war beschissenes Wetter. Den ganzen Tag geregnet und gewindet. Aber heute ist auf jeden Fall wieder richtig geil. Eigentlich müsste ich auch am Beach jumpen. Aber ich muss euch sagen, Freunde, ich habe gestern auf meinem Konto geguckt, gestern Morgen. Und das hat schon so ein bisschen meinen Tag versaut, ja, wenn ich ehrlich bin. Weil ich da gesehen habe, was los ist. Nee, finanziell gerade nicht so geil. Aber die Lampe im Hintergrund prägt mich voll. War? Ist wild, oder? Leon, dein erstes und bestes Video war das mit den Shindy-Lines Anfang 2017. Oh, das finde ich irgendwie schade, dass du das so siehst. Ich finde, ich habe schon geilere Videos gemacht. Und es war auch nicht mein erstes Video, aber du fandest, das war das einzige Video von mir, was gut war? Schade. Schreib nochmal, bin unterwegs mit den Jungs von der Baustelle, wir wollen doch nur ein bisschen von der Sonne. Bist du weggezogen oder kommst du wieder zurück nach Deutschland? So, der Plan ist auf jeden Fall nicht zurück nach Deutschland zu kommen. Ich merke auch, dass die Frage immer wieder kommt. Ich glaube, ihr wollt gerne von mir ein Statement hören, wann, wie lang, warum. Warum habe ich ja gesagt, aber wie lange ich bleibe und wann ich wieder zurück nach Deutschland komme, da wird es kein Statement zu geben, Freunde. Weil ich selber nicht weiß. Ich kann jetzt irgendwas sagen. Ich kann jetzt sagen, ein Jahr, ich kann sagen, 2 Jahre, ich kann sagen, 4 Monate, ich kann sagen, eine Woche. Man weiß es nicht, weißt du? Päh, Leon Abi, alles klar im BH? Mach mal Bizeps Flex. Psch, just for you, bro. Maharinho. Hab ich ja erinnert, oder was? Tando. Man kann haten, wie man will. Im Endeffekt waren die Interviews unterhaltsam. Genau wie bei Roos. Ich verstehe nicht, warum die Leute das so haten. Ey, Bro. Manche haten, manche find's geil. Also ich, wenn ich dir ehrlich bin, wenn du so die Feedbacks anguckst, ich meine, ey, die Bewertungen, Feedbacks, Kommentare und so, natürlich gibt's da ein bisschen Hate. Aber viele Sachen sind auch nicht Hate, sondern einfach Lustigmacherei. Viele Leute machen sich auch einfach lustig über mich, weil ich halt einfach ein behinderter Typ bin. Das weiß ich aber auch und ich fühle das und feiere das auch. Meine Jungs und wir lachen uns selber gegenseitig den ganzen Tag aus. Deswegen ist es auch kein Thema, wenn ihr mich auslacht. Für mich mittlerweile. Aber manche Leute mögen halt Sachen, manche mögen es nicht. Und ich konzentriere mich aber eigentlich jetzt mittlerweile mehr auf die Leute, die die Sachen auch mögen. Und ich sehe, es gibt halt genug Leute, die die Sachen auch mögen. Und wenn man sich auf die konzentriert, dann sind die Vibes einfach geiler so. Ne? Scheiße, Mann, ich werde feucht, Mann. Die zu wild, diese Arme. Gell? Feucht it out, man. Du weißt schon, wie das läuft. Ich finde, der Hate ist langsam vorüber. Hast mittlerweile voll viel positive Bewertung. Ja, oder? Ich, auch zu Comments Café-Zeit habe ich keinen wirklichen Hate gehabt. Ich habe mir das immer so eingebildet, dass ich einen Hate habe, weil Leute sich über mich lustig gemacht haben. Fühle ich, feiere ich, der ist von Mannheim nach Berlin gezogen, weil ich das halt auch 1000 Mal erwähnt habe und so. Und ich weiß auch, ist auch lustig, weißt du so? Und da haben halt viele Memes gemacht draus. Früher immer diese Memes auch in den Hate-Topf mit reingeschmissen, aber das ist kein Hate. Ich glaube von ganzem Herzen, dass Klo444 oder wie der heißt, kein Hater ist. Kein Hater ist, Bro. Der lacht sich tot, wenn er meine Videos schneidet, diese Meme-Videos, was wir uns auch noch gleich reinziehen. Was geht ab, Bro? Wann bekommen wir YouTube-Content? Ey, wie gesagt, Bruder, ich mache jetzt... Oh, shit. Ich habe das gestern schon ganz kurz erwähnt. Ich gucke jetzt halt hier auf dem Stream, Twitch und auf dem Zweitkanal, YouTube,
dass ich da wieder jetzt täglichen Content bringe. Und auf dem Hauptkanal kommt jetzt am Wochenende das Behind the Scenes von Sonne. Dann kommt zwischendrin vielleicht nochmal was anderes, so ein Motivationsding oder so. Und dann kommt wieder das nächste Musikvideo. Ich will auf dem Hauptkanal ein bisschen mehr so, nicht mehr so oft Videos machen. Wenn ich Videos mache, dann halt auch geile Sachen machen, wo ich auch wirklich mit allem, was ich habe, dahinter stehe. Und hier auf Twitch, weißt du, machen wir die Reactions, machen wir Livestream. Ich habe den Kontakt mit euch. Ich kann hier Fragen beantworten. Ich kann euch hier erzählen, wie es gerade abgeht bei mir. Ist so die beste Variante. Und diese ganzen Stehenfrauen auf Muskeln-Scheiß und so, das ist das, und Interviews und so, das kommt halt erstmal nicht mehr, ne? Da müsst ihr euch halt jetzt auch mit abfinden. So, das ist eine Entscheidung, die ich so für mich getroffen habe. Und das müsst ihr akzeptieren, so. Auch wenn es für euch vielleicht teilweise traurig ist. Ja. Is what it is, weißt du, wie ich meine? Bro, wie oft trainierst du die Woche? Ich war jetzt die Woche zweimal bis jetzt, Montag, Dienstag. Heute ist Donnerstag, heute ist eigentlich der nächste Trainingstag, aber ich habe gemerkt, ich habe noch brutal Muskelkater in den Armen, Alter, in den Guns und ein bisschen auch so im Rücken und im Nacken, Beine sowieso. Deswegen vielleicht hänge ich noch einen Pausetag dran, aber ich versuche schon so 3-4 Mal. 3-4 Mal, ja. Wie ist Corona in Mexiko? Gibt's nicht. Spaß. ja, wie soll es sein? Muss halt Maske tragen ab und zu. Und, aber die sperren dich halt nicht ein. Ne? Kannst halt noch trainieren gehen, essen gehen, auf Krampf auch Party machen gehen. Was heißt auf Krampf? Du kannst schon auch Party machen gehen. Nicht nur auf Krampf, sondern richtig gut sogar. Und kannst dein Leben so weiterleben, aber du musst halt ab und zu, wenn du in den Laden reinsteppst, eine Maske anziehen. Ja, der ist das. Gibt es schon so eine halbwegs Struktur, so einmal die Woche auf Hauptkanal ein Video oder so? Das ist eigentlich eine ganz gute Idee, aber dann würde ich mir wieder auch Druck machen. So. Ich will mich ein bisschen davon entfernen, mir selber Druck zu machen, was Videos angeht. Weil ich habe gemerkt, dass ich in der Vergangenheit viele Videos auch gemacht habe, einfach aus dem Grund heraus, weil ich irgendwie Geld verdienen will, irgendwie Aufmerksamkeit aufrechterhalten will, den Algorithmus oben halten will und so. Und das soll aber gar nicht mehr der Fokus sein, Digga. Ich meine, ich habe Hype gehabt schon eine Zeit lang, 1-2 Mal. Mit Straßenumfragen damals, dann einmal auch mit den Interviews und so. Ist geil, ist cool und so, aber das hat mich damals teilweise dazu gebracht, Sachen zu machen, hinter denen ich dann nach einer Zeit nicht mehr stand, so, weißt du? Deswegen will ich da den Druck rausnehmen und einfach nur noch wirklich Sachen machen, die ich von Herzen fühle, so. Ja, deswegen kann es sein, dass auf dem Hauptkanal dann auch mal vielleicht 1, 2, 3 Wochen nichts kommt, aber wenn dann was kommt, dann kommt halt was Geiles, so. Und in der Zeit versuche ich euch halt hier so ein bisschen auf Twitch und auf dem Zweitkanal und auf Instagram so weiter zu unterhalten mit meinen Vibes. Bruder, achtest du eigentlich darauf, nicht so fettig zu essen oder gönnst du dir schon öfters? Bro, dadurch, dass ich keine tierischen Produkte esse, fällt halt Fleisch weg, was immer sehr, sehr fettig ist. Käse und so ist auch immer sehr fettig, das fällt auch weg. Also durch das Vegan-Sein konsumiere ich weniger Fett als damals so. Ich bin eher so der Carb-Fetischist. Ich baller mir den ganzen Tag Carbs rein, so. Ich feier Carbs, Bro. Nudeln, Reis, Pasta, Beste. Haferflocken und so. Ja. Yeah. Oh, da kommen wir jetzt zu einem Thema. Bro, da fragt einer, ey, Bro, smokest du wieder eigentlich wegen dem Musikvideo, Brother? Schwieriges Thema, ja, für mich persönlich. Darüber auch so zu reden, weil ihr wisst ja auch ganz genau, dass ich in der Vergangenheit damit auch Probleme hatte, dass ich habe in der Vergangenheit auch in der Öffentlichkeit diese Probleme mit euch geteilt, habe darüber Videos gemacht, wie ich damals das erste Mal aufgehört habe zu kiffen und so. Deswegen ist es für mich halt eine Thematik oder eine Sache, bei der ich halt aufpasse, so, wo ich, wenn ich darüber rede, versuche halt vorsichtig zu sein, beziehungsweise ich habe bis jetzt gar nicht darüber geredet, sondern einfach in den Musikvideos gesmoked. Aber da habt ihr es ja gesehen und im nächsten Video werdet ihr es auch sehen. Und man hat es hier und da auch auf einer Story vielleicht mal gesehen und so. Ja, Bruder, ich smoke ab und zu Joints, ja. Ja. Ist einfach real so. Ich rate nichtsdestotrotz immer noch allen Jugendlichen, gerade im heranwachsenden Alter, davon ab. Und allgemein Drogen, Süchte konsumieren ist nicht gut.
Das ist mein Statement dazu, aber ich persönlich bin nicht perfekt. Ich trinke Alkohol, ich rauche sogar Zigaretten ab und zu. Ich kiffe, ich habe auch schon andere Drogen genommen. Ich will immer nur nicht so gerne darüber in der Öffentlichkeit reden, weißt du? Ich sehe ja auch, wie Leute in den Kommentaren sich öfters darüber lustig machen und sagen, ey, du machst so auf Gangster und so, obwohl du nur gekifft hast. Ich weiß nicht, kann sein, dass es das ein oder andere Mal so ein bisschen so rüberkam, als ob ich irgendwie auf Street oder auf Straße auf Gangster machen will, so. Bin ich nicht. Kam dann falsch rüber, wollte ich auch nie sein. Doch, damals schon, aber jetzt im Erwachsenenalter wollte ich nie sein. Aber ich packe halt auch nicht gerne die Sachen aus, die ich so erlebt habe, weißt du? Wenn ich das alles auspacken würde, dann würden die ein oder anderen von euch auch sagen, oh, okay, ist jetzt nicht der härteste Motherfucker, aber der hat auch schon ein bisschen was durch, so, weißt du? Aber es soll nicht im Vordergrund stehen. Bei mir ist Motivation, Inspiration, positive Vibes, versuchen, jüngere Leute zu motivieren. So, das ist mein Ding. Das will ich nach vorne tragen. Aber wenn in Zukunft mal im Interview oder irgendwie das Thema aufkommt, kann ich auch, würde ich auch gerne auch mal ein bisschen ausführlicher über meine Vergangenheit reden, auch was so alles passiert ist und so, weil da sind halt auch wirklich ein paar Sachen passiert, die vielleicht auch sogar Denkanstöße geben kann, weißt du? Ab und zu smoken ist doch voll okay, Hauptsache man wird nicht abhängig davon, weil dann fickt man sich nur selbst. Ja, ja, Bro, safe, aber du weißt ja selber, Bruder, ich habe ja in der Vergangenheit damit halt ein Thema gehabt, so. Ich habe mit 15 eine Psychose gehabt, ich habe das auch in der Öffentlichkeit erwähnt. Leute haben mir geschrieben, ey, Bro, ich habe wegen dir aufgehört zu kiffen und so. Und dann ist es halt schwer, dann wieder zu sagen, okay, ich kiff wieder ab und zu, weil ich mich vielleicht jetzt besser unter Kontrolle habe und nicht mehr diesen suchtmäßigen Drang dazu habe wie damals. Ist halt, weißt du, wie ich meine, so. Weiß nicht, ob ihr das verstehen könnt, aber ich passe halt dann lieber auf. Weißt du, und halt mich dann erstmal lieber zurück, bevor ich dann, ja, so. Du bist aber real und kommst halt auch nicht von dem Ponyhof. Feier dich, hast mich geprägt. Küsschen. Guck mal, Hater können mich gerne haten, die Leute, die mich lieben, können mich gerne lieben. Aber lasst euch gegenseitig in Ruhe, weißt du? Die Hater, lasst mal die Leute, die mich lieben, in Ruhe, so. Fuckt uns mal nicht ab, weißt du? Ich meine, wir sind in unserer positiven Zone drin, so. Fuckt uns nicht ab, Bro. Ich fick euch an. Ist das Weed besser als in Deutschland? Anders? Anders? Ich habe sofort gemerkt, wo ich den ersten Spliff geraucht habe, wo ich in Deutschland war, geht direkt hier rein. Ich weiß nicht, ob es auch am Wetter liegt und an den Menschen, die man dann da trifft, so, aber ich sag euch, Statement von meiner Seite aus, wieso Fitner-Vibes, weil wir reagieren gleich auf das Video von Marvin Texas. Auf jeden Fall habe ich sofort gemerkt in Deutschland, als ich da angekommen bin, als ich da einen geraucht habe, dass das gut in die Birne reinballert, so. Und ich bin auch der Meinung, dass die in Deutschland da irgendwas draufpacken, so. Weißt du, irgendeine chemikalische Scheiße oder so, weil das Zeug hier, das fickt dein Brain nicht so krass, weißt du? Das ist irgendwie naturaler. Yes, also, wenn wir schon beim Thema sind, ich geh kurz Pipi machen und dann reagieren wir auf Marvin Texas. So. Hat er da wieder gestern was gemacht, du? Der Marvin. Der Marvin Marv. Kannst wieder nicht lassen, ne? Konntest wieder nicht lassen.